Naja, Kräfteparallelogramm berechnen. Wir hatten ja gesagt, zeichnerisch ist die eine Seite und jetzt kommen wir mal zur rechnerischen Seite. Brauchen wir in technischer Mathematik und Statik und alles und Kram. Wir gehen mal von Extremfällen aus. Nehmen wir mal an, wir haben eine Seilrolle, lose Rolle, und da hängt eine Gewichtskraft dran und die wird ja aufgeteilt auf die beiden Seile. Und zwar, da jedes Seil die Hälfte trägt, ist hier FH, FH 1 und 2, 1, na? 1 und 2 ist jedes Mal die Hälfte von der Gewichtskraft. Nimmt also die Hälfte auf. Insgesamt bieten sie wieder FH1, also FH1 und FH2 bilden wieder das entsprechende Gegenteil, sodass diese Rolle jetzt in Ruhe hängt. Lose Rolle, ich glaube, ich mache dann mal hier einen Videolink, damit man das nochmal verfolgen kann, worauf es ankommt. Okay, das bloß nebenbei. Extrem denken. Das wäre die eine Sache. Also hier habe ich überhaupt keinen Winkel. Was ist denn aber, wenn ich die beiden Seile so auseinanderziehe und ich habe hier beispielsweise 100 Grad zwischen den Seilen und die gleiche FG hängt hier dran? Was passiert dann? Wie komme ich dann ans Rechnerische? Machen wir erstmal das Zeichnerische. Das geht ja so. Werde ich dann hier wahrscheinlich nochmal verlinken, dass ich sage, okay, ich verschiebe die beiden Seile erstmal parallel und bilde ein Kräfteparallelogramm. Aber wichtig ist, dass ich einstweilen FG, das ist ein Vektor, den kann man ja verschieben, einstweilen mal hier hoch verschiebe. Ich verschiebe den mal in lila, dann fällt es besser auf. Also die gleiche Länge FG erstmal nach hier oben verschieben. Jetzt habe ich einen Ansatzpunkt, ja, müsste stimmen. Hier ist dieser Ansatzpunkt. Und jetzt mache ich ein, naja, gut. Farbe hin, Farbe her. Ich mache es mal in grün. Jetzt verschiebe ich dieses Seil parallel, sodass es genau durch diesen Punkt läuft hier. Und das mache ich mit dem anderen Seil auch. Parallel verschieben, durch diesen Punkt laufen lassen. Und jetzt habe ich ein Kräfteparallelogramm. Leute, macht euch sicherheitshalber dann noch, also das sollte, naja, macht euch sicherheitshalber eine Extraskizze jetzt. Sonst wird das zu unübersichtlich. Jetzt habe ich hier ein Dreieck. Hier, hier, hier. Mit diesem Dreieck kann ich rechnen, da kann ich mit Winkelbeziehungen arbeiten. Machen wir das mal. Also, die Arbeitsskizze sieht dann so aus. Also dieses hier hin. Dann habe ich hier meine Kraft und hier die beiden entsprechenden Seiten. Und das ist die hier unten und das ist die hier oben. Alles aus der Verschiebung, aus der Kräfteverschiebung, Vektorverschiebung resultierend. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich jetzt hier für Winkel? Logischerweise, wenn das insgesamt 100 Grad waren, habe ich hier jetzt 50 Grad. Dürfte einleuchten. Da ich ja alles nur parallel verschoben habe, hier wieder 50 Grad. Und hier entsteht 50 plus 50 ist 100. 180 ist Grad ist die Innenwinkelsumme. Naja, das hätte ich beinahe noch so einen Quatsch reingeschrieben. Bleiben hier 80 Grad übrig. Oh, schön. Jetzt übertrage ich die ganze Sache ins Grafische gedanklich und sage, nehmen wir mal an, machen wir mal ein Beispiel, FG sei mal hier 100 Newton. Ich könnte auch 100 Kilonewton hinschreiben, ich nehme mal Newton, muss ich nicht so viel schreiben. Und 100 Newton entsprechen auf meiner Skizze 10 cm. Das kann ich höchst genau machen. So, dann habe ich hier 10 cm, ist diese Seite, da kann man sich das nämlich ins Zeichnerische übertragen besser vorstellen. Und ich suche diese Seite. Die eine heißt meinetwegen B und die andere heißt A. So, ja, B und A, aber die sind ja gleich. Also B ist gleich A. Was mache ich jetzt? Jetzt gucke ich bei Winkelfunktionen nach. Hier schreit es nach einem Kosinussatz. Achtung, hier auf den Link gucken, da vielleicht nochmal schnell reingehen. So, jetzt habe ich den Kosinussatz vorliegen. Kosinussatz. Ich zeige mal auf der nächsten Seite, ich habe das schon mal vorbereitet. Hier ist mein Dreieck. Nochmal schnell. Und mir kommt es auf diese 80 Grad an. Die beiden 50 Grad Winkel sind ungefährlich. B ist gleich A. Ja, so. Wie stelle ich den jetzt um? Ich stelle erstmal den Kosinussatz auf und da B gleich A ist, sage ich, okay, A Quadrat plus B Quadrat minus 2AB mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels, heißt ja die Originalformel. Also, ich habe A Quadrat und nochmal A Quadrat, weil B genauso wie A ist. Und minus 2ab, da kann ich wieder sagen, weil ich die gleichgesetzt habe, minus 2a. Ich weiß, sieht jetzt brutal aus. Jetzt muss ich diese Formel entsprechend umstellen. Da hilft Ausklammern.
Ach, hoffentlich kriege ich dann hier noch von der Menge her zum Thema Ausklammern den Link rein. Ausklammern, dann entsprechend umstellen durch den Klammerausdruck dividieren, der steht dann hier unten. Dann steht hier noch 2 mal a Quadrat. Jetzt teile ich nochmal durch 2, dann rutscht die 2 mit runter. Durch, ne, der Bruchstrich heißt ja immer durch, also die 2 hier runter. Die Klammer muss ich jetzt wieder setzen, hier konnte ich sie mir sparen. Ist gleich a Quadrat, aber bevor ich das Quadrat und alles nochmal schreibe, kann ich gleich die Wurzel drüber ziehen. Bin ich soweit fertig. Jetzt könnte ich einsetzen, ach so, ich könnte hier noch kürzen. Durch 2, durch 2. Wenn ich hier raus, das lässt sich jetzt auch tippen, die Wurzel eintippe und so weiter, dann geht das. Ich habe aber einen anderen Ansatz, der ist eigentlich sogar vielleicht noch besser. Typisch in der technischen Mathematik ist doch, oder überhaupt in der Technik, dass wir zum Beispiel irgendwelche Sachen berechnen müssen, meinetwegen ein Drehteil, das sieht von der Seite jetzt mal, bitte entschuldigt, wenn ich das so hinschmiere, sieht jetzt mal so aus, und ich habe hier irgendwelche Winkel oder sonst was zu bestimmen, dann mache ich doch Folgendes, dann sage ich, okay, das kann ich auch an der Stelle mir gedanklich eine Hilfslinie machen und ich schaffe mir, wenn es geht, immer rechtwinklige Dreiecke. Dann bin ich da vorhin raus. Machen wir das mal mit unserem anderen Dreieck, mit dem hier. Ich kopiere das mal schnell. Wenn ich das jetzt nochmal anders betrachte und nicht mit dem zugegebenermaßen ein bisschen heißen Kosinussatz löse, dann machen wir das mal so. Damit es besser auffällt, mache ich das mal richtig schön groß und sage, okay, jetzt geht's mal so ran. Ich sage, warte mal, dann teile ich doch wieder, mir genau in der Mitte, kann ich hier machen, mein Dreieck und habe automatisch ein rechtwinkliges Dreieck. So, was ist jetzt das Schicke an der ganzen Sache? Ich habe ein rechtwinkliges Dreieck und diese Seite, da es symmetrisch ist, ist 5 cm. Und was möchte ich eigentlich wissen? Ich möchte eigentlich letzten Endes rauskriegen, wie lang ist diese Seite. Und wenn ich das habe, dann habe ich gewonnen. Jetzt hoffentlich geht der Link dann hier hin. Zum Schluss werde ich aber nochmal darauf verweisen, auf dieses zusammenfassende Video. Da geht es um Winkelfunktionen. Ich gucke ganz einfach und sage, warte mal, was ist denn das? Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Dann ist das hier, jetzt lasse ich mal b und a weg, dann ist das hier die Hypotenuse. Wenn das die Hypotenuse ist und ich einen Winkel habe, ich kann den nehmen oder den, nehmen wir mal diese 50 Grad, die wir hier hatten, dann gilt doch Folgendes, dann ist doch die Seite, die ich wissen will, die Hypotenuse und die Seite, die ich schon kenne, ist die Ankathete. Und jetzt gucke ich wieder in meine Formelsammlung und in den Formelsammlungen, da steht folgender Satz und zwar der Kosinus eines Winkels, jetzt mal egal, ich mache es dann gleich konkret, der Kosinus eines Winkels ist gleich Ankathete geteilt durch Hypotenuse. Jetzt füllen wir das mal mit Leben aus und sagen, der Kosinus von 50 Grad, hier bezogen auf diesen Winkel, ist das die Ankathete, ist 5 cm. Immer die Einheiten mitschreiben, damit man später keinen Mist macht, durch h. Ja, wie stelle ich das um? Ich sage, okay, h steht blöderweise unterm Bruchstrich, nehme ich alles mal h, dann steht hier Kosinus von 50 Grad. Pardon, ich bin ein bisschen erkältet, ist 5 cm. Ja, und jetzt mal Cosinus 50 Grad stört, also durch Cosinus 50 Grad. Und dann habe ich es eigentlich schon. Dann habe ich h ist gleich 5 cm geteilt durch Cosinus von 50 Grad. Und jetzt kann ich tippen. Leute, schreibt lieber eine Zeile mehr, das geht 10-mal besser und könnt es durchdenken und ihr wisst jetzt, was ihr tippen müsst. Und wenn ich das jetzt eintippe, ja, Moment, jetzt muss ich mal Pause machen und das mal schnell eintippen. So, habe ich ausgerechnet, ich habe es nochmal extra hingeschrieben, 5 cm und durch 0,6427 nutzt die entsprechenden Funktionen, kürzt das nicht einfach ab auf 0,64 oder sowas, sondern tippt das mit dem Taschenrechner so weiter, dass ihr es auf einen Schlag habt, dann kommt hier raus 7,77. 8,6,19 und so weiter, also 7,779 Zentimeter. Na prima, hätte ich ja schon was. Jetzt muss ich bloß noch eins machen. Ich hatte doch gesagt, wir stellen uns die Kräfte als Vektoren und grafisch vor. Jetzt stelle ich eine
Verhältnisgleichung auf. Jetzt sage ich ganz einfach, warte mal, h verhält sich zu diesen 7,779 cm wie, und jetzt diese 5 cm, immer darauf achten, dass die richtigen Geschichten unterm Bruchstrich bleiben, zu, und da das waren mal 100 Newton, erinnert euch, jetzt sind es 50 Newton. Und jetzt kann ich kurz kürzen, damit es ein bisschen schneller geht. Durch 5 ist 1, durch 5 ist 10. Achtung, 10 und Newton bleibt übrig und Zentimeter bleibt übrig. Jetzt möchte ich bloß noch h wirklich ermitteln und sage, okay, mich stört durch 7,79. Also Gegenteil machen, mal 7,779 cm. Dann ist h gleich. Achtung, die 10 Newton bleiben noch übrig. Mal die 7,779 cm, ne, mal gehört immer auf den Bruchstrich, durch immer unter den Bruchstrich, durch dieses 1 cm. Jetzt gucke ich wieder und sage, jawohl, die Einheiten kürzen sich raus, wunderschön, es bleibt auch tatsächlich Newton übrig. Und das kann ich jetzt im Kopf in diesem Fall, ne? Und jetzt sage ich, na gut, dann ist h gleich 10 mal das, also rutscht das Komma um eine Stelle nach hinten, 77,79 Newton, da ist es noch. Schön. Und automatisch kommt man so an alle möglichen Sachen ran. Ich hoffe, dass das erstmal als grundsätzliche Erklärung für die ganze Sache hilft. So kann man rangehen. Wie gesagt, erst fassen wir nochmal zusammen. Skizze machen, grundsätzlich. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dann entsprechend irgendwas festlegen. Ich könnte auch 100 cm hier hingeschrieben haben oder 100 Meter oder irgendwas. Ganz egal, wir rechnen ja dann weiter. Ich muss ja dann nicht weiter zeichnen. So, dann aus dieser Skizze, nicht hier drin rumschmieren, eine Arbeitsskizze machen. Wenn ich die Arbeitsskizze habe, dann kann ich entsprechende Formeln aufstellen, nicht die schwierigsten nehmen. Übrigens, ich werde dann mal schnell Pause machen und kann das nochmal nachrechnen, ob das auch so geht und zeigt das dann. Lieber wie üblich, ne, in der Technik, sich irgendwelche rechtwinkligen Dreiecke schaffen, hier in diesem Fall, indem ich die Arbeitsskizze nochmal einfach unterteile. In diesem Fall wunderschön, passt alles. Ich habe hier ein richtiges schönes Arbeitsdreieck, mit dem kann ich rechnen. Und wenn ich dann gerechnet habe, nochmal überprüfen, ob das auch logisch ist. Hier kamen 7,779 cm raus. Ja, das ist die längste Seite, ne, die ist wesentlich länger als die 5 cm. Dann bin ich schon mal fast am Ende, und dann sage ich zum Schluss bloß noch, und jetzt übertrage ich die ganze Geschichte wieder durch Verhältnisgleichung, hoffentlich passt hier noch der Link hin, durch Verhältnisgleichung, und kann dann ganz normal umstellen, damit umgehen und kann es ausrechnen. Jo, ich hoffe, es hat geholfen, würde mich über Daumen und Co. freuen und Anregungen, was noch zu tun ist. Ich mache das nur nebenbei, ich kann aber nicht pausenlos hier irgendwelche oder alle Wünsche erfüllen. Ich hoffe, dafür habt ihr alle Verständnis. Na du, also ich hoffe, es hilft euch. Tschüss.